hängende Augenlider sind meist auf verminderte Elastizität und Straffheit der Haut in diesem Bereich zurückzuführen, was meist altersbedingt ist. Auch wenn dies ganz normal und oft auch genetisch bedingt ist, suchen viele Methoden, um hängende Augenlider zu vermeiden, da diese nicht sehr schön aussehen. Mit verschiedenen chirurgischen Eingriffen kann dieses ästhetische Problem zwar korrigiert werden, insbesondere dann, wenn die Sicht beeinträchtigt wird. Doch diese sind recht teuer und können nicht von jedem in Anspruch genommen werden. Es gibt jedoch auch andere Tricks und Techniken, die Schönheit des Blicks zu bewahren. In unserem heutigen Beitrag empfehlen wir 8 ausgezeichnete Möglichkeiten, von denen auch du profitieren kannst. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Wenn du auf die Augen eine ganz dünne Schicht Grundierung aufträgst, kannst du verhindern, dass das Make-up verschmiert oder verläuft. Am besten eignet sich ein Primer, der das Make-up besser fixiert. Der Primer ist in verschiedenen Größen und Farbtönen erhältlich. Du kannst je nach deinen Bedürfnissen die beste Wahl treffen. Manche Marken bieten auch flüssigen Primer oder eine Grundierung in Pulverform an. Lesetipp: Ananasmaske zur Verminderung von Augenfältchen 2. Wähle einen wasserfesten Eyeliner und Wimperntusche. Viele haben bei hängenden Augenlidern Probleme, den Eyeliner oder die Wimperntusche aufzutragen. Wenn man keine wasserfesten Produkte verwendet, werden diese häufig bei jedem Zwinkern verwischt. Damit dies nicht passiert, verwendest du am besten wasserfeste Eyeliner und Wimperntusche. Sei beim Auftragen sehr vorsichtig. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app 336 280 300 250. DIVGPTAD15033917431-2-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 4. Setargeting, URL. 8 kosmetische Tricks gegen hängende Augenlider. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Marfil Type, GetMRFP. Set Clip Sympathy Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD15033917431-2-0, kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1-größer-als-google-tag. CMD, Push, Function, Google Tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1-1-1. DIVGPTAD15130946907-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 4. Setargeting, URL. 8 kosmetische Tricks gegen hängende Augenlider. Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Marfil Type, GetMRFP. Set Clip Sympathy Div True, True. Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats. Clip Sympathy Div Google Tag, Enable Services Google Tag,
Display DIVGPTAD 15130946909767-03. Verwende braunen Lidschatten, wenn du auf die Augen eine ganz dünne Schicht Grundierung aufträgst. Kannst du verhindern, dass das Make-up verschmiert oder verläuft. Am besten eignet sich ein Primer, der das Make-up besser fixiert. Der Primer ist in verschiedenen Größen und Farbtönen erhältlich. Du kannst je nach deinen Bedürfnissen die beste Wahl treffen. Manche Marken bieten auch flüssigen Primer oder eine Grundierung in Pulverform an. Lesetipp: Ananasmaske zur Verminderung von Augenfältchen. Viele haben bei hängenden Augenlidern Probleme, den Eyeliner oder die Wimperntusche aufzutragen. Wenn man keine wasserfesten Produkte verwendet, werden diese häufig bei jedem Zwinkern verwischt. Damit dies nicht passiert, verwendest du am besten wasserfeste Eyeliner und Wimperntusche. Sei beim Auftragen sehr vorsichtig. Schminke die Augenlider mit einer kleinen Menge an braunem Lidschatten. Danach verwendest du einen etwas helleren Farbton, den du bis zum Beginn des unbeweglichen Augenlids aufträgst. Arme die Form der Augenhöhle nach und verwische den Lidschatten so, dass es keine Unterbrechungen gibt und der Ton einheitlich wirkt. Dieser Schminktrick ist bei hängenden Augenlidern sehr hilfreich. Verwende wasserfesten Eyeliner, um die Ansatzlinie der Wimper nachzuziehen, so nahe wie möglich am Augapfel. Damit bewirkst du große, definierte Augen, was den Anschein von Schlaffheit reduziert. Du kannst die Linie sowohl bei den oberen als auch bei den unteren Wimpern ziehen. Spare dir jedoch den Eyeliner auf der inneren Linie der unteren Wimpern. Der Katzenaugenstil ist nicht nur bei Jungfrauen Tendenz. Damit kann auch bei hängenden Augenlidern ein eleganter und etwas anderer Effekt erzielt werden. Manchmal ist es schwierig, ein schönes Katzenauge bei hängenden Augenlidern zu erreichen. Doch wenn du es öfters versuchst, wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen. 6. Verwende viel Wimperntusche. Dichte, gebogene Wimpern sind für einen jungen, ausdrucksstarken Blick sehr vorteilhaft, wenn du mehrere Schichten Wimperntusche aufträgst. Ohne dass diese klumpt, scheinen deine Augen größer und die hängenden Lider fallen nicht so stark ins Gewicht. Versuche, die Mascara auf den Spitzen der Wimpern zu konzentrieren, damit diese schön gebogen aussehen. Lesetipp: 9 Tricks für gesunde und schöne Wimpern. 7. Verwende künstliche Wimpern. Der Katzenaugenstil ist nicht nur bei Jungfrauen Tendenz. Damit kann auch bei hängenden Augenlidern ein eleganter und etwas anderer Effekt erzielt werden. Manchmal ist es schwierig, ein schönes Katzenauge bei hängenden Augenlidern zu erreichen. Doch wenn du es öfters versuchst, wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen. Dichte, gebogene Wimpern sind für einen jungen, ausdrucksstarken Blick sehr vorteilhaft, wenn du mehrere Schichten Wimperntusche aufträgst. Ohne dass diese klumpt, scheinen deine Augen größer und die hängenden Lider fallen nicht so stark ins Gewicht. Versuche, die Mascara auf den Spitzen der Wimpern zu konzentrieren, damit diese schön gebogen aussehen. Lesetipp: 9 Tricks für gesunde und schöne Wimpern. Wenn dich die Natur nicht mit dichten, langen Wimpern bedacht hat, kannst du künstliche Wimpern aufsetzen, um deine Augen perfekt zu umrahmen. Dabei solltest du ein Modell wählen, das für dein Gesicht geeignet ist. Wenn die Wimpern zu übertrieben sind, wirkt das gekünstelt. Du kannst die künstlichen Wimpern über die ganze Länge der Augenlider befestigen oder nur von der Mitte nach außen. Lesetipp: Tipps gegen geschwollene Augenlider. Die Augenbrauen sind ebenfalls sehr wichtig, um den Augen einen perfekten Rahmen zu verleihen. Ziehe diese leicht nach oben,
um den Blick zu heben. Wenn sie nicht sehr dicht sind, kannst du sie mit einem Braunstift füllen. Du kannst direkt unter den Augenbrauen etwas Aufheller auftragen, was den Eindruck vermittelt, dass die Augen offener sind. Am besten probierst du selbst verschiedene Schminkmöglichkeiten aus, um die besten Resultate zu erzielen. Verwende dafür immer sichere Produkte guter Qualität.